Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich erklären, wie man mit Hilfe einer drehbaren Sternkarte Aufgangszeiten und Untergangszeiten ganz bestimmter Objekte, wie zum Beispiel Planeten, bestimmen kann. Dazu müssen wir erstmal mit Hilfe eines Jahrbuchs wie dem Kosmos Himmelsjahr und den angegebenen Koordinaten für die Planeten, ganz besonders die Rektaszension, den Planeten an der drehbaren Sternkarte einstellen. Das ist hier bereits geschehen. Wir wollen den Planeten Jupiter mal beobachten und wollen jetzt gucken, wann der Jupiter eigentlich aufgeht. Die Position des Jupiter ist jetzt hier bereits fixiert. Er steht zwischen den Sternbildern Krebs und Löwe. Und jetzt müssen wir die drehbare Sternkarte so drehen, dass die Position des Planeten mit der östlichen Horizontlinie zusammentrifft. Das ist jetzt hier der Fall. Und jetzt können wir am Datum, zu dem wir beobachten, die entsprechende Uhrzeit für diesen Aufgang ablesen. Wenn wir hier den 1. Mai nehmen, dann sehen wir, der Jupiter geht am 1. Mai um 11.45 Uhr, also bereits am Tag, auf. Jetzt wollen wir mal die Untergangszeit des Jupiter bestimmen. Wir wollen also wissen, wann der untergeht. Machen wir wieder genau das Gleiche. Wir können hier weiter drehen. Jetzt muss der Jupiter, die Position des Jupiters, am Westhimmel zu finden sein. Das heißt, wenn der Punkt, wo der Jupiter steht, den westlichen Horizont schneidet, dann geht er unter. Und das können wir ebenfalls wieder von der drehbaren Sternkarte ablesen. Für den 1. Mai sehen wir, es ist etwa 1 Uhr und 50. Auf diese sehr einfache Art und Weise kann man also mit der drehbaren Sternkarte für jedes Himmelsobjekt Auf- und Untergangszeiten bestimmen, indem wir die entsprechende Position des Objektes für die Aufgangszeit auf die Linie des östlichen Horizontes drehen, die Untergangszeit dann mit dem westlichen Horizontlinie zur Deckung bringen. Das war es wieder von mir. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, Ihr Oliver Debus.